Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wir sind im Kapitel F, räumliche Tragwerke und Torsion. Die Theorie haben wir im Prinzip schon hinter uns und was ich Ihnen heute zeigen möchte, sind ein paar Beispiele in Bildern, aber vor allem ein Beispiel dann Rechnen an der Tafel. Also das meiste wird heute an der Tafel passieren. Aber wir beginnen mal mit ein paar Bildern. Wo kommt die Torsion im Innenausbau speziell vor? Das ist bei Treppen, nicht bei allen Treppen, aber zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal zurück, zum Beispiel bei den Einholmtreppen, Mittelholmtreppen. Das heißt, in der Mitte geht ein massiver Träger hoch und da sitzen die Stufen dann auf, die Kragen rechts und links aus. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn jetzt auf jeder Stufe eine Person steht, die nicht schön mittig über dem Mittelträger steht, sondern hier vorne am Rand oder alle hinten am Rand, dann gibt es aus jeder Stufe ein Drehmoment, ein Torsionsmoment um die Längsachse des Holms und erzeugt dann ein Torsionsmoment im Träger. Was Sie hier sehen in dem Bild ist, dieser Stahlträger ist extrem massiv, ja, ist ein I-Träger. Und wenn Sie sich jetzt an das Video, an das letzte Video erinnern, da habe ich Ihnen versucht klarzumachen, dass gerade so ein offenes, dünnwandiges Profil wie ein I-Träger extrem ungünstig ist für Torsionstragwirkung. Diese Trägerform ist optimiert für Biegung und wenn ich das jetzt hier nicht weiß und so eine Treppe konstruiere und nicht weiß, dass dieser Träger für Torsion recht schlecht ist, dann kommt da ein riesig massiver Träger raus, weil er muss ja irgendwie die Torsion aufnehmen können. Also das ist die falsche Trägerform für so eine Konstruktion, so kann ich es auch erläutern. Was ist dann besser? Besser sind immer Hohlquerschnitte, Rechteck-Hohlquerschnitte, runde Querschnitte sind hier natürlich konstruktiv ein bisschen schwieriger, also ein Rechteck-Hohlprofil, das kann ich viel schlanker ausbilden, weil es von Haus aus eine viel bessere Torsionstragfähigkeit hat und für Biegung auch nicht schlechter ist oder nicht gravierend schlechter ist als ein I-Profil. Also das ist hier eindeutig die bessere Wahl, haben Sie hier eben auch ein Bild. Übrigens kommt, und das kann man jetzt hier besser sehen, natürlich aus dem Lasten aufs Geländer noch mehr Torsion auf diesen Träger hier unten, wenn sich jemand gegen das Geländer abstützt. Auch das muss man natürlich bei der Bemessung des Balkens berücksichtigen. Und auch die Stufen selber werden gegebenenfalls auf Torsion beansprucht. Sie sehen hier links so einen Torsionsversuch für eine Stufe. Und das kommt zum Beispiel bei sogenannten Faltwerkstreppen vor. Die sehen Sie hier rechts. Eine Faltwerkstreppe ist also nur einseitig an der Hauswand befestigt. Hier kragt sie dann aus. Und die Tritt- und Setzstufen bilden zusammen ein Faltwerk. Das ist tatsächlich der Fachbegriff in der Statik für so eine Konstruktion, die sich aus Flächen zusammensetzt. Und die sind statisch extrem kompliziert. Und da ist eben auch jede Stufe ein tragendes Bauteil, was auch auf Torsion beansprucht wird. Entscheidend bei der Faltwerkstreppe ist aber dann letztendlich die Verbindung der einzelnen Falten, der einzelnen Flächen zu einem Gesamttragwerk sowie die Verankerung in der Wand. Und damit kommen wir quasi zur letzten Seite im Statikskript. Es kommt dann noch eine Seite mit einem Übungsblatt, aber das ist die letzte Seite, mit der wir uns beschäftigen hier. Und die besteht aus einer Übungsaufgabe. Sie können es auch direkt sehen, um was es geht. Es geht um ein Fahrradpedal mit Kurbelarm. Und ich habe hier verschiedene Grafiken zusammenkopiert. Also links sehen Sie die Situation, aber jeder von Ihnen kennt es. Wir werden uns mit dem Kurbelarm beschäftigen und wir gehen dann vereinfacht davon aus, dass das entweder ein Rechteck ist oder ein Kreisquerschnitt. Es ist, wenn Sie mal Ihr Fahrrad anschauen, das ist übrigens eine gute Idee, schauen Sie doch mal genau diese Konstruktion dann im Nachgang in Ihrem Fahrrad an. Das ist weder ein Rechteck noch ein genau rundes Profil und es hängt auch davon ab, ob Ihr Kurbelarm eine Alu- oder eine Stahlkonstruktion ist. Die Formgebung ist jeweils ein bisschen anders. Und diese Bauteile müssen natürlich statisch ausgelegt werden vom Hersteller. Dafür gibt es übrigens auch einen ganzen Satz an Normen. Es gibt getrennte Produktnormen für verschiedene Fahrradarten, also Rennräder, Mountainbikes, Cityräder, ich weiß nicht, wir fallen wahrscheinlich nicht alle ein, gibt es jeweils eine eigene Norm, wo auch drin steht, was diese einzelnen Bauteile für Lasten aushalten müssen. Die sind dann eben unterschiedlich, je nachdem, welchen Verwendungszweck das Fahrrad hat. Und hier sehen Sie jetzt nochmal die verschiedenen Spannungen am Beispiel eines runden Querschnitts. Also da treten Biegespannungen auf.
da treten Schubspannungen aus der Querkraft auf und da treten eben Schubspannungen aus den Torsionsmomenten auf, die auf jetzt diesen Kurbelarm entstehen. Und da sehen Sie einfach nochmal, wie Sie, das haben wir aber in der letzten Stunde ausführlich behandelt, wie Sie sich diese Spannungen von der Verteilung im Querschnitt und von der Wirkungsrichtung vorstellen müssen. Gut, wir brauchen jetzt als erstes mal ein statisches System und natürlich auch eine Belastung. Und ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Also Sie sehen hier unsere gesamte Kurbelkonstruktion mit einem Tretlager in der Mitte. Und unsere Last, unser Lastszenario soll quasi jetzt mal folgendes sein, dass Sie sich mit Ihrem vollen Gewicht auf das vordere Pedal stellen und Ihr Fuß verteilt dann Ihre Gewichtskraft ungefähr gleichmäßig auf dieses Pedal. Ich könnte natürlich auch mit einer Einzellast rechnen, ist ganz klar, ich mache es jetzt mal so. Und diese Streckenlast, klein q, kann ich mir einfach ausrechnen, indem ich Ihr Gewicht nehme und ich nehme an, Sie wiegen 100 Kilogramm und durch diese Länge teile und die ist so typischerweise 10 cm, also 0,1 Meter und dann sind es einfach 10 kN pro Meter Streckenlast. Wenn Sie dann in diese Fahrradnormen reinschauen, dann wird da mit höheren Lasten gerechnet. Da ist natürlich dann noch, es geht bis 150 Kilogramm oder beziehungsweise mit einem Sicherheitsbeiwert noch gerechnet. Das lassen wir jetzt aber momentan mal in unseren Überlegungen weg. Gut, wenn Ihr ganzes Gewicht vorne drauf steht, dann ist die andere Kurbel oder das hintere Pedal annähernd kräftefrei. Das Eigengewicht spielt hier überhaupt keine Rolle. Das ist völlig vernachlässigbar gegenüber den sonstigen Kräften. Also brauchen wir uns nur mit zwei Stäben beschäftigen, dem Pedalträger, Stab 1, und dem Kurbelarm, Stab 2. Das geht dann nochmal ums Eck. Ich könnte also sagen, der Antrieb, der in den Tretlager reingeht, ist dann Stab 3, aber das können wir uns jetzt mal sparen, den werden wir nicht genauer anschauen. Und wir haben hier praktisch im Zentrum des Tretlagers unser Koordinatensystem. Und was entstehen jetzt für Auflagerreaktionen? Es entsteht ein Moment um die x-Achse, das nennen wir max, ein Moment um die y-Achse, habe ich hier einen Einfachpfeil gemacht, das geht ja gar nicht, natürlich müssen das Doppelpfeile sein, aber Moment, may um die y-Achse und eine Auflagerkraft in z-Richtung, das sind die drei Auflagerreaktionen. Erinnern Sie sich nochmal an den Begriff des Trägerrostes. Der Trägerrost ist ein ebenes System, was aber räumlich belastet wird. Und jetzt habe ich einen Schmarrn gemacht. Erinnern Sie sich nochmal an den Begriff des Trägerrostes. Der Trägerrost ist ein ebenes System. Wir haben hier ein ebenes System, was aber senkrecht zu seiner Ebene belastet wird. Und dadurch entsteht eine räumliche Tragwirkung, aber ein bisschen einfacher als bei einem komplett räumlichen System, weil wir statt 6 Auflagerreaktionen nur 3 haben oder anders ausgedrückt, die anderen 3, also zum Beispiel eine Kraft in x-Richtung, eine Kraft in y-Richtung, die werden hier nicht aktiviert, also die sind einfach 0. Gut, was wollte ich hier noch eintragen? Vielleicht noch diese kleine Geschichte hier oben. Habe ich was vergessen? Also was ich noch mal wiederholen wollte von dem letzten Video, dass wir die Schubspannungen, die aus Querkraft und Torsion entstehen, addieren müssen, weil an einer Stelle, also teilweise heben die sich gegenseitig auf, teilweise wirken sie nicht in die gleiche Richtung, aber an einem Punkt addieren die sich, da überlagern die sich. Und dann habe ich also am Schluss Biegespannungen und diese Gesamtschubspannungen und daraus macht man dann die sogenannte Vergleichsspannung. Das war der Punkt, also Sigma V, Vergleichsspannung, wo ich gesagt habe, das kennen Sie aus der Vorlesung Maschinentechnik. Und habe Ihnen die Formel nochmal angegeben, auch wenn wir das jetzt hier in unserer Veranstaltung nicht mehr im Detail betrachten. Aber dann haben Sie die Querverbindung und haben sozusagen nochmal das Gesamtbild vor Augen, wie man dann so ein Bauteil nachweisen muss. Gut, also jetzt wechseln wir an die Tafel. Und zwar, was müssen wir jetzt machen? Schon mal vorausgedacht ein bisschen. Wir müssen natürlich als erstes unsere Auflagerreaktionen ermitteln und dann die Schnittgrößen, Verläufe für Torsionsmoment, Querkraft und Biegemoment. Und dann wollen wir die Spannungen berechnen. Für die Spannungen müssen wir dann eine Annahme über die Querschnittsgeometrie treffen. Das werden wir dann an der Tafel machen und werden dann eben bis zur Vergleichsspannung mal
rechnen und dann sogar noch, das können wir auch, denke ich, machen innerhalb des Videos, mit dem Arbeitssatz auch nochmal ausrechnen, wie stark sich die Spitze des Pedals dann verformt. Das wird dann die Anwendung des Arbeitssatzes auch für Torsion eben beinhalten. Das haben wir schon mal im Teil C so ein bisschen angesprochen, aber noch kein Beispiel dazu gemacht. Gut, dann sage ich auf dem Weg nochmal Hallo und fange hier an mit dem Beispiel. Sie haben ja noch dann neben sich wahrscheinlich den Ordner liegen und können die Angabe dann immer im Blick haben mit den Abmessungen, die wir jetzt natürlich brauchen. Also ich fange mal auf mit den Auflagereaktionen am Tretlager. Da machen wir immer Summe der Kräfte oder Momente in den maßgebenden Richtungen. Also die Summe der Kräfte in der Z-Richtung ist gleich 0. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber groß sprechen. Natürlich kommen die 1 kN am Tretlager als vertikale Auflagerkraft an. Und so wie ich den Pfeil angesetzt habe, wirkt der schon entgegen zur Last und es ist plus 1. Die anderen, sollen wir das mal aufschreiben, also Ax gleich Ay gleich 0. Aber ich glaube, das ist soweit klar. Dann machen wir die Summe der Momente um die AX-Achse. Das bedeutet, wir legen gedanklich eine Gerade durchs Auflager A, die in X-Richtung zeigt, und schauen uns alle Momente an, die um diese Richtung drehen. Da haben wir also erstmal unsere Unbekannte, unser Auflagermoment, und entgegengesetzt, wenn Sie sich das mal vielleicht auch immer mit der rechten Handregel, ja, der Daumen ist die Doppelspitze, zeigt Ihnen die Richtung an, die anderen Finger drehen. Gegensatz drehen die 1000 Newton, 1 Kilonewton, und der Hebelarm sind 170 mm. Das muss gleich 0 sein, also ist MAX gleich plus 170.000 Newton Millimeter. So, an der Stelle kommt immer die Frage, was passiert mit diesem Moment? Wozu dient es? Wo geht es hin? Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, dann ist das Tretlager ja gerade so gebaut, dass es einen Moment um die X-Achse gar nicht aufnehmen kann. Das heißt, es kann natürlich nicht ins Tretlager, und das wollen wir auch gar nicht, sondern es soll ja letztendlich unser Fahrrad antreiben. Also das ist das Antriebsmoment, und es wird natürlich über ein Zahnrad, über eine Kette nach hinten aufs Hinterrad umgeleitet. Also damit bringen Sie Ihr Rad in Bewegung. Und das sind also 170 Newtonmeter. Wer so ein bisschen die Zahlen von den Automotoren im Kopf hat, wird sagen, hoppla, das ist gar kein so kleines Drehmoment im Vergleich zu dem, was mein Auto kann. Gut, vielleicht haben Sie auch einen Automotor, der deutlich mehr Drehmoment erzeugt, aber im Normalfall sind wir in der gleichen Größenordnung. So, und dann haben wir noch dasselbe um die Y-Achse. Da haben wir also auch unser MAY. Ich wähle praktisch die positive Richtung so, dass das die MAY-Richtung ist. Und muss wieder was abziehen, nämlich 1000 Newton mal. Und der Hebelarm dieser 1000 Newton um die Y-Richtung ist jetzt, muss ich gerade mal gucken, ja, genau, passt schon von den Vorzeichen, ist jetzt quasi die halbe Tretlagerbreite plus die halbe Pedaltiefe. Ja, da ist die resultierende der Streckenlast. Ich schreibe es mal so hin, 100 mm durch 2 plus 100 mm durch 2. Und das muss gleich 0 sein, also das ist der Hebelarm. Also ist MAY gleich plus 100.000 Newtonmillimeter. Und auch hier ist dann die Frage, die man normalerweise im Hörsaal diskutieren, was passiert jetzt mit diesem Moment? Das wollen wir eigentlich gar nicht haben, das passiert aber automatisch. Und dieses Moment, wenn Sie sich mal vorstellen, um welche Achse dreht es, wo geht das denn hin? Das geht natürlich ins Tretlager, es geht in den Rahmen, aber was möchte dieses Moment machen? Es möchte unser Fahrrad umkippen. Und natürlich, das wissen Sie, das merken Sie, wenn Sie wirklich mit einem Fuß auf die eine Seite stehen, dann würde Ihr Fahrrad umkippen. Zwei Dinge
dienen dazu, das zu verhindern. Erstens verlagern sie ihr Gewicht ein bisschen, sodass die neigen ihr Fahrrad quasi, sodass das Moment in Bezug auf die Achse der Berührungspunkte mit dem Boden, der Reifen, nicht mehr so groß wird. Und zweitens hilft ihnen die Physik, weil wenn sie ihr Fahrrad in Bewegung bringen, drehen sich die Räder und diese drehende Masse stabilisiert ihr Fahrrad genau für dieses Moment. Gut, das haben sie im zarten Alter von 3 oder 4 Jahren gelernt, indem sie ein paar Mal umgefallen sind, dass, wie das dann richtig funktioniert. Heute denken sie nicht mehr drüber nach. Dann kommen wir zu den Schnittgrößen. Ich mache hier mal weiter. Mal schauen, ob Sie es im Bild vernünftig sehen können, was ich da mache. Ich denke schon. Und zwar schauen wir uns jeden Stab mal getrennt an. Beginnen wir mal mit Stab 1. Der Stab 1 ist der Pedalträger. Und statisch gesehen, jetzt wird es ein bisschen klein, aber es geht. Statisch gesehen kann ich diesen Stab als Gradarm betrachten. Der ist dann eingespannt in den Stab 2. Also dieses Auflager hier, das gibt es nicht wirklich, sondern das ist quasi der Anschluss an den nächsten Stab. Das mache ich jetzt einfach als Symbol. Und hier steht ja quasi meine Streckenlast Q drauf. Länge ist 100 mm. Und diesem Stab gebe ich auch ein eigenes Koordinatensystem. Ja, ich wähle das einfach so, X-Achse zeigt nach rechts, Z-Achse nach unten, die Y-Achse würde dann raus aus der Ebene zeigen. Und jetzt kann ich hier daneben meine Querkraftlinie zeichnen. Ich kann natürlich auch zuerst die Auflagerreaktionen, das sind aber keine echten Auflagerreaktionen, sondern das sind Knotenkräfte, die an den Stab 2 übertragen werden, aber das brauche ich eigentlich nicht. So ein System haben wir ja wirklich schon oft behandelt. Da habe ich eine Querkraft, die muss linear sein, konstante Streckenlast, lineare Querkraft. Und das sind hier natürlich dann die resultierenden 1000 Newton. Und bei Momentenverlauf, den mache ich hier hin, habe ich diesen typischen Verlauf für einen Kragarm unter der Streckenlast. Das ist eine Parabel, also hier wäre die gestrichelte Linie, da ist eine Parabel eingehängt. Die Parabel ist so, dass sie hier eine waagerechte Tangente hat. Das weiß ich, weil die Querkraft hier 0 ist. Ja, das ist die Ableitung dieser Kurve. Wenn hier 0 ist, muss hier eine waagerechte Tangente sein. Und das wäre dann Minus. Und wie rechne ich jetzt aus? Die resultierende ist 1 kN. Der Hebelarm ist 50 mm. Also minus 1000 mal 50 sind minus 50.000 Newton Millimeter. Das, was wir hier gemacht haben, hat überhaupt nichts mit dem aktuellen Teil F zu tun. Mit räumlich oder Torsion, das ist einfach ein ganz simples, ebenes System. Das sollte keine Probleme machen. So, dann machen wir mit dem Stab 2 weiter. Der Stab 2, also ich gehe Stab für Stab vor, der Stab 2, den versuche ich jetzt mal so ein bisschen räumlich zu zeichnen. Der ist quasi dann wieder eingespannt in den nächsten Teil, ich strichel mal hier, der dann ums Eck geht, ins Tretlager geht, aber ich kann das jetzt mal wieder hier als Einspannung vereinfachend darstellen. Und der Stab 2 wird jetzt belastet durch die Auflagerkräfte vom Stab 1 oder die Knotenkräfte besser gesagt. Und der Stab 1 gibt jetzt eine Vertikalkraft von 1000 Newton an dieser Ecke ab, also der Stab 1 hat der hier, ja. Stahlträger, hier Knotenkraft 1000 und wir haben gerade ein Moment ausgerechnet und dieses Moment ist jetzt für den Stab 2 eine Belastung, das so rumdreht, ja, das ist die Drehrichtung und ich habe es jetzt direkt, also jetzt darf ich nicht 5 minus hinschreiben, weil so wie ich jetzt das Moment hingezeichnet habe, in dieser Pfeilrichtung, da ist die tatsächliche Wirkungsrichtung. Wenn ich jetzt ein Minus hinschreiben würde, wäre Quatsch. Weil das ist die richtige Drehrichtung. Habe ich jetzt gleich so gemacht. Also das ist die Belastung quasi, kommt aus dem Stab 1, wirkt auf den Stab 2. Und wir wollen für den Stab 2 ausrechnen, wie sind die Schnittgrößen. Und dazu muss ich dem Stab 2 wieder ein lokales Koordinatensystem geben. Und ich entscheide mich, dass die X-Achse hier von links nach rechts läuft. Also ist das X2, Z2 zeigt nach unten und Y2
ist dann hier. Also immer rechtshändige Koordinatensysteme verwenden, auch wenn manchmal die Hand schmerzt, wenn man sie stark verdrehen muss. Gut, wir brauchen eine Querkraftlinie und zwei Momentenlinien. Eine Linie fürs Biegemoment, eine fürs Torsionsmoment, also insgesamt drei Linien. Ich möchte es mal so machen, ich werde mit der Querkraft hier anfangen, die anderen zwei Linien mache ich drunter. Wie schaut die Querkraft aus? Ich habe hier 1000 Newton, die müssen nach hinten transportiert werden und das ist einfach konstant. Klar, ich habe ja auch keine Streckenlast, die Querkraft muss konstant sein. Die Frage ist nur, ist sie plus oder ist sie minus? Und da könnten Sie, wenn Sie wollen, hier einen Schnitt führen, somit der Kräfte machen, das wäre negative Schnittufer, zeigt die positive Querkraft nach oben und dann sehen Sie, die Querkraft in dem Träger muss positiv sein. Plus 1000 Newton. Das ist die Querkraft. Wichtig ist, das Vorzeichen ist bei der Querkraft, naja, hier in der Vorlesung Statik, achten wir schon immer aufs Vorzeichen. In der Praxis ist das Vorzeichen der Querkraft völlig egal, weil es einfach für die Beanspruchung des Balkens ganz egal ist, ob die Kraft nach oben oder nach unten wirkt. Die Beanspruchung ist im Endeffekt die gleiche. So, jetzt gehe ich mal hier runter in den unteren Bereich und zeichne hier eine Linie an fürs Biegemoment. Das Biegemoment würden wir hier mit MY bezeichnen. Wir können auch sagen MB. Also manche sagen dann auch, ich nehme B für Biegung im Unterschied zu MT für Torsion. Ja, das MT könnte ich wiederum bezeichnen als MX von der Richtung des Momentenpfeils her. Also diese Bezeichnungen sind gleichwertig und wenn Sie vielleicht mit Lehrbüchern auch parallel arbeiten oder im Internet sich was anschauen, werden Sie vielleicht mal das eine oder das andere finden. Gut, Hauptsache man weiß, was gemeint ist. Das Biegemoment bei so einem System, wir haben hier im Prinzip einen Tragarm mit einer Einzellast an der Spitze. Fürs Biegemoment spielen die 50.000 überhaupt keine Rolle, weil das Biegemoment, wie gesagt, ist ein Vektor um die Y-Achse und für den Vektor um die Y-Achse ist eine Belastung um die X-Achse als Drehmoment unerheblich. Ja, also es geht nur um die 1000 Newton. Und hier vorne fangen wir mit einem Biegemoment 0 an. Wenn Sie mal gucken an Ihrem Fahrrad, das Pedal kann sich um die Achse des Pedalträgers, um den Stab 1 drehen. Also Sie schaffen es nicht, in Ihren Kurbelarm so einen Moment einzuleiten. Ja, sondern hier geht es mit 0 los. Nicht mit 50.000, weil es die andere Momentenrichtung ist, mit 0. Und das wächst natürlich an, weil der Hebelarm größer wird, bis er hier dann 170 mm ist. Und das Vorzeichen bzw. die Richtung oder die Seite, wo ich jetzt hier die Fläche antrage, also die Frage ist, trage ich sie oben oder trage ich sie unten an, die würde ich hier aus der Anschauung beantworten. Das heißt, es gilt die Regel, wir tragen die Momentenfläche immer auf der Seite an, auf der Biegezugspannungen vorhanden sind. Und wenn Sie hier vorne drauf drücken, dann biegt sich der Kurbelarm nach unten und auf der Oberseite entstehen Biegezugspannungen. Also vielleicht denken Sie jetzt mal, warum redet das so lang da drum? Das ist eh klar. Hier muss ein Dreieck sein, was auf der Oberseite mit Minus dann liegt. Und dieser Wert ist einfach Kraft mal Hebelarm, sind minus 170.000 Newton Millimeter. Und die haben wir natürlich schon mal ausgerechnet. Das war nämlich genau unser MAX in dem Fall. Also bei den Auflagerreaktionen war es der Index X, weil die Auflagerreaktionen richten sich nach dem globalen Koordinatensystem x, y, z, also das übergeordnete. Und hier arbeiten wir bei den Schnittgrößen mit dem lokalen Koordinatensystem. Gut, jetzt bleibt uns noch das Torsionsmoment. Und woher kommt das Torsionsmoment? Das Torsionsmoment kommt daher, dass wir unsere Gewichtskraft hier einleiten, in der Mitte des Pedals. Und dass durch diese 50 mm hier am Knotenpunkt ein Torsionsmoment quasi jetzt für den Stab 2 aufgebracht wird von 50.000. Dieses Torsionsmoment muss nach hinten transportiert werden, oder nach vorne, wenn Sie so wollen, ändert sich aber nicht. Also da ändert sich am Hebelarm nichts, das bleibt konstant. Wir haben ja auch eine Regel, wenn es keine Torsionsbelastung auf der Länge gibt, dann bleibt das Torsionsmoment konstant. Jetzt wieder die Frage, ist es Plus oder Minus? In dem Fall könnte ich wieder einen Schnitt führen, könnte das die Schnittgröße antragen, die wäre entgegengesetzt am negativen Schnittufer und dann kriege ich raus, es ist also Plus und egal,
Im Torsionsmoment ist es jetzt egal, ob Sie diese Fläche nach oben, nach unten, nach links oder rechts antragen. Ich trage es jetzt einfach mal nach rechts an, auf die positive Y-Seite, aber da gibt es keine verbindliche Konvention. Das sind also 50.000 Newtonmillimeter. Damit haben wir also die Schnittgrößen für den Stab 2. Wenn Sie sich jetzt gerade fragen, warum kommt denn hier 50.000 raus? Und bei den Auflagerreaktionen, da war doch das MAY 100.000, stimmt das? Ja, das stimmt, weil das MAY bezieht sich auf die Mitte des Tretlagers und da haben wir nochmal 50 mm Hebelarm mehr. Also das ist quasi das Torsionsmoment vom Stab 2 und bis zur Mitte des Tretlagers gibt es nochmal eine Vergrößerung dieses Momentes um diese Achse. Gut, dann kommen wir als nächstes zu den Spannungen. Jetzt müssten Sie an Ihr Fahrrad rangehen und mal den Querschnitt des Kurbelarms, also es geht jetzt um, vielleicht sollte ich das noch dazu schreiben, im Stab 2. Betrachten nur den Stab 2. Also jetzt müssten Sie mal am Fahrrad gucken, was hat der für einen Querschnitt. Und Sie werden feststellen, dieser Querschnitt ist nicht konstant, der verändert sich über die Länge, der wird dicker, da wo die Beanspruchung größer ist. Und ich gehe jetzt mal vereinfacht von einem Rechteck aus, und das wird bei Ihnen auch kein Rechteck sein, bei jedem Fahrrad ein bisschen anders, aber für uns ist das jetzt praktisch, weil wir das relativ einfach rechnen können. Kreis wäre auch noch möglich. Aber meistens sind die Querschnitte schon eher hochformatig. Ein reiner Kreis wird sehr selten sein. Dafür brauchen wir jetzt verschiedene Kennwerte. Erstmal ein WY. WY ist das Widerstandsmoment für die Biegung. Da finden Sie im Skriptum eine Formel fürs Rechteck weiter vorne, Teil B, Breite mal Dicke zum Quadratsechstel, ist also 16 mal 40 zum Quadratsechstel. Ist 4267 mm hoch 3. Widerstandsmoment Biegung und das Widerstandsmoment für die Torsion. Da müssen Sie jetzt ein bisschen im Skriptum zurückblättern, aber nicht weit. Da gibt es eine große Übersicht über die ganzen Torsionskennwerte oder Sie schauen im technischen Taschenbuch nach und da gibt es die Formel Beta mal B Quadrat mal D, wobei B immer die kleinere Abmessung ist bei einem Rechteck, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es die Breite ist, sondern das wird immer so bezeichnet, dass das kleiner ist. Und dieser Beiwert Beta hängt jetzt ab vom Seitenverhältnis D zu B, und das muss jetzt größer 1 sein, und das ist 40 zu 16 bei uns, also 2,5. Und wir müssen jetzt in einer Tabelle, Sie schauen das bitte mal parallel nach, ich möchte jetzt nicht extra zurückblättern, diesen Wert nach und Sie werden sehen, ja, für 2,5 habe ich leider keinen Zahlenwert. Jetzt muss ich interpolieren in dieser kleinen Tabelle. Das heißt, Beta ist dann ungefähr der Wert für, also der Mittelwert aus dem Tabellenwert für Seitenverhältnis 2 und 3, also 0,246 plus 0,267. Bitte schauen Sie diese Werte parallel nach und weil ich genau 0,5 habe, ist das Interpolieren natürlich einfach der Mittelwert, das ist 0,257. Das ist natürlich genau interpoliert, dieses Ungefährzeichen kommt daher, weil dieser Beta-Wert nicht wirklich eine gerade Funktion ist, wo ich exakte Interpolation machen kann, sondern das ist einfach eine Näherung. Aber für uns ausreichend genau, und das Widerstandsmoment ist dann eben 0,257 mal die kleinere Abmessung im Quadrat mal die größere Abmessung, alles in Millimetern, 2632 Millimeter hoch 3. Und das sind jetzt also die Querschnittswerte, die ich brauche, um die Spannungen zu berechnen. Jetzt berechne ich erstmal die Biegespannung im Balken, an der Stelle, wo das Biegemoment am größten ist. Und das ist dann einfach MY durch WY, brauchen wir glaube ich auch nicht groß drüber sprechen, 70.000 Newtonmillimeter.
durch 4267 mm hoch 3 gibt 40 Newton pro Quadratmillimeter. Das ist die maximale Biegespannung von im Stab 2. Ich drehe die Kamera auf die rechte Hälfte. Jetzt kommen wir zur Torsionsschubspannung. Beziehungsweise machen wir erstmal die Querkraft. Die Schubspannung aus Querkraft. Querkraft waren ja die 1000 Newton und die Formel lautet Schubspannung, Index V soll heißen, das ist jetzt die Schubspannung aus der Querkraft, ist 1,5 mal V durch A. Woher kommt diese Formel? Sie kommt aus dem Teil B5. Da können Sie die nachschauen. Und zwar ist das eine, lässt sich diese Formel herleiten aus der Vorsicht-Bruch-Formel. Die Vorsicht-Bruch-Formel gilt allgemein. Und speziell fürs Rechteck wird aus der Vorsicht-Bruch-Formel 1,5 mal Querkraft auf Fläche. Das lässt sich natürlich schön einfach rechnen. Da haben wir dann 1000 Newton durch 16 mal 40 Quadratmillimeter gibt 2,3 Newton pro Quadratmillimeter. Wir werden sehen, das ist im Verhältnis zur Torsion extrem wenig. Könnte man eventuell auch unter den Tisch fallen lassen. So, dann die Schubspannungen aus Torsion. Schubspannung aus Torsion. Und da geht die Formel, auch das kennen Sie von der Maschinentechnik, Torsionsmoment durch Torsionswiderstandsmoment. Also am Schluss ist das alles relativ einfach, wenn man praktisch weiß, wo man die Formeln für die entsprechenden Spannungsberechnungen oder Widerstandsmomente dann nachschauen kann. Unser Torsionsmoment war 50.000 Newton-Millimeter. Und wir haben ausgerechnet 2632 mm hoch 3 für das Torsionswiderstandsmoment. Und es kommt raus, wo habe ich das aufgeschrieben? 19 Newton pro Quadratmillimeter. Okay, muss mich revidieren. Im Vergleich zu 19 sind 2,3 nicht vernachlässigbar wenig. Also kann man nicht unbedingt unter den Tisch fallen lassen. Also für einen Schubspannungsnachweis müsste ich jetzt diese beiden wären also 21,3 Newton pro Quadratmillimeter. Damit macht man dann einen Schubspannungsnachweis. Wie das genau geht, erkläre ich Ihnen allerdings erst im sechsten Semester. Also ganz vereinfachend gesagt, gibt es eine zulässige Schubspannung für ein Material, mit der ich diesen Wert dann vergleichen kann. Dann muss ich gucken, welche Sicherheitsbeiwerte muss ich noch ansetzen und so weiter. Aber das Ganze geht dann letztendlich auch auf in den Vergleichsspannungsnachweis, den wir jetzt hier nochmal herausholen aus der Schublade, weil wir hier ein System haben, wo die maximalen Schnittgrößen, Biegemoment, Querkraft, Torsionsmoment, alle denselben Querschnitt belasten. Also es gibt ja statische Systeme, da ist die maximale Querkraft ganz links und das maximale Moment in der Mitte und da haben die beiden wenig miteinander zu tun. Ja? Aber gerade in so Maschinenbauteilen haben wir häufig das Thema, dass diese Maximalbeanspruchungen an derselben Stelle sind. Und da kommt das Thema der Vergleichsspannung. Also nochmal ein letztes Mal diese Formel aus dem Skriptum Maschinentechnik. Sie nehmen die Biegespannungen, die Normalspannungen im Quadrat und addieren dreimal die Schubspannungen im Quadrat. Und das können wir jetzt mal einsetzen, wobei ich gleich noch was erklären muss dazu. 40 zum Quadrat plus 3 mal. Und jetzt ist die Frage, jetzt kann ich auf der sicheren Seite natürlich immer hier Max Tau einsetzen. Also wenn ich hier plus 21,3 schreibe, bin ich auf der sicheren Seite. Wenn man es dann genau durchdenkt, wird es so sein, dass ich die 2,3 hier gar nicht ansetzen muss, weil innerhalb des Querschnitts das nochmal kurz zur Erläuterung. Die maximalen Normalspannungen, also Sigma,
am oberen, unteren Rand sind. Und die maximalen Schubspannungen, und zwar aus der Querkraft auf halber Höhe. Die Schubspannungen aus der Querkraft sind oben 0. Das heißt, die beiden Spannungen, Schub aus Querkraft und Biegespannung, treffen sich nicht am selben Molekül, wenn man es mal so überspitzt ausdrückt, sondern die sind an verschiedenen Stellen. Was schon auftritt als Überlagerung, sind die maximalen Schubspannungen aus der Torsion, weil die laufen ja außen rum. Also wenn ich es jetzt mir einfach machen will, setze ich den Vergleichsspannungsnachweis 21,3 ein, muss ich über solche Dinge nicht nachdenken. Wenn ich es genauer rechnen will, dann setze ich nur 19 ein, ja? Also nur Tau T aus dieser Überlegung. Und dann kommt 52, ich habe das durchgestrichen, vielleicht habe ich mich verrechnet. Gucken Sie mal nach, ich glaube 52 Newton pro Quadratmillimeter. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich das durchgestrichen habe und was anderes daneben geschrieben habe. Tippen Sie das mal ein, vielleicht müssen Sie den Zahlenwert korrigieren und ich mache es auch, aber das können Sie ja selber machen. Das dürfte kein Hexenwerk sein. Gut, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Beispiel, weil ich hatte am Anfang gesagt, ich möchte noch einen vierten Punkt mit Ihnen besprechen, das sind die Verformungen. Also wir können jetzt mal ausrechnen, wie stark biegt sich dieses Pedal, die Spitze des Pedals durch, wenn Sie sich da drauf stellen. Und dafür gibt es keine einfache Formel, also da gibt es gar keine andere vernünftige Methode, als das mit dem Arbeitssatz zu machen, oder man wirft ein entsprechendes Statikprogramm am Computer an, aber das wollen wir natürlich jetzt nicht machen. Auch das machen wir dann erst im sechsten Semester, dass wir mal mit so Computerprogrammen arbeiten. Ja, dann eben viertens Verformung mit dem Arbeitssatz. Und an der Stelle können wir einfach auch den Arbeitssatz noch mal ein bisschen wiederholen. Der Arbeitssatz besteht immer aus drei Schritten. Die Verformungsberechnung besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt, den haben wir schon gemacht. Wir brauchen die realen Schnittgrößen. Die habe ich jetzt weggewischt, Sie haben sie in Ihren Unterlagen. Der zweite Schritt, mit dem geht es jetzt los, wir müssen eine virtuelle Belastung ansetzen und virtuelle Schnittgrößen ausrechnen. Also virtuelle Schnittgrößen. Und zeichne es jetzt mal so hin. Mein System, Sie wissen, was gemeint ist, das sind Stab 1, Stab 2 und habe noch angedeutet, dass das da ums Eck geht, aber mit dem werden wir uns nicht mehr beschäftigen. Wir machen also nur den Stab 1 und 2. Virtuelle Sachen habe ich immer grün gemacht und wir müssen die virtuelle Kraft an der Stelle und in der Richtung ansetzen, Delta Pz gleich 1, in der wir die Verformung suchen. Also in dem Moment, wo wir den Pfeil machen, legen wir auch schon die positive Richtung fest. Das heißt, also ich will eine Verformung Uz ausrechnen, ist gleich Fragezeichen, und setze entsprechend eine virtuelle Belastung an. Und diese virtuelle Belastung erzeugt jetzt natürlich virtuelle Schnittgrößen. Und nachdem die sehr ähnlich ist wie unsere reale Belastung, kürze ich jetzt ein bisschen das Beispiel ab. Wenn Sie das als Prüfungsaufgabe haben, müssen Sie jetzt nochmal Schnittgrößen berechnen. Vielleicht auch Auflagerkräfte, virtuelle Auflagerkräfte, vielleicht Schnitte führen, mit den Regeln die Verläufe anzeichnen. Also nicht, dass Sie jetzt meinen, das fällt vom Himmel, aber bei mir fällt es jetzt vom Himmel, weil ich mir ein bisschen Zeit sparen will. Also ich gebe Ihnen jetzt an, das virtuelle Biegemoment. Und das sieht so aus. Wenn Sie ein bisschen Zeit übrig haben, können Sie sich darüber mal ein bisschen Gedanken machen, überlegen, wie würde ich da drauf kommen, vielleicht den einen oder anderen Wert auch nachrechnen. Und es gibt aber auch ein virtuelles Torsionsmoment, mache ich mal drunter.
Delta MT. Es gibt übrigens auch eine virtuelle Querkraft. Die spare ich mir jetzt hier. Ich wollte sie gerade anzeichnen, aber eigentlich brauchen wir sie nicht, weil wir im Arbeitssatz den Verformungsanteil der Querkraft, der ist in der Regel sehr klein, den vernachlässigen wir. Wenn ich den berechnen wollte, müsste ich jetzt auch die Querkraft aufschreiben. Aber wir haben für unsere Vorlesung vereinbart, dass wir den vernachlässigen wollen. Und das Torsionsmoment wäre jetzt also, ich zeige es mal wieder nach rechts hier an, so eine Konstante, rechteckförmiger Verlauf, positiv plus 100. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. In dem Pedalträger, da gehört eine 0 rein. Gut, jetzt brauchen wir, wenn wir den Arbeitssatz anwenden wollen, erstmal noch die Biegesteifigkeit und die Torsionssteifigkeit für unseren Balken. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass beide Stäbe den gleichen Rechteckquerschnitt haben, den ich Ihnen vorher aufgezeichnet habe. Der könnte natürlich noch unterschiedlich sein, aber das möchte ich jetzt mal nicht machen. Also E mal I, Biegesteifigkeit, der E-Modul von Stahl, 110.000. Naja, das wird, wenn dann Edelstahl sein oder Aluminium. Baustahl wird das nicht sein. Beziehungsweise doch, es könnte natürlich ein vergleichbarer Stahl wie Baustahl sein mit dem Korrosionsschutz. Edelstahl hat ein bisschen geringeren E-Modul. Wir gehen jetzt einfach mal vom Baustahl aus. Aluminium hätte dann 70.000, hat aber dann auch einen massiveren Querschnitt. Gut, die Formel lautet Breite mal Dicke hoch 3 Zwölftel in Millimeter hoch 4. Und das sind dann 1,79 mal 10 hoch 10. Einheit ist Newton Millimeter Quadrat. Das ist die Biegesteifigkeit, Produkt aus I mal I. Die Formel fürs I für Rechtecke, die haben wir nun wirklich schon an vielen Stellen gehabt. Ich drehe wieder die Kamera. Komme zur Torsionssteifigkeit. Für den Arbeitssatz. Die Torsionssteifigkeit ist das Produkt aus Schubmodul und Torsionsträgheitsmoment. Also das, was E mal I für die Biegung ist, ist G mal IT für die Torsion. Also jetzt müssen Sie in einem Tabellenbuch nachschauen, was ist der Schubmodul von Stahl. Der ist 81.000 Newton pro Quadratmillimeter. Müssen Sie nicht auswendig wissen, in der Prüfung wäre sowas angegeben, aber wie gesagt, man kann das nachschauen. Und für einen Rechteckquerschnitt, jetzt möchte ich kurz das hier drunter schreiben, die Geschichte für den Rechteckquerschnitt ist so ähnlich wie beim Widerstandsmoment, also selbe Tabelle, finden Sie eine Formel für die Torsionsträgheit von einem Rechteckquerschnitt Alpha mal die Breite, also die kleinere Abmessung hoch 3 mal die andere Abmessung des Rechtecks. Und der Alpha-Wert, der müsste jetzt hier 0,246 sein. Gegebenenfalls auch wieder interpoliert zwischen den Werten für Seitenverhältnis 2 und 3. Und das ist dann, habe ich jetzt gar nicht weiter ausgerechnet, also ich habe das hier ein bisschen schlampig gemacht, sage ich mal, das muss ich ausrechnen, muss es hier einsetzen, das sind eben Newton Millimeter Quadrat wieder und dann kommt raus, das war Quatsch, Millimeter hoch 4 und das Ergebnis ist Newton Millimeter Quadrat, nämlich 3,3 mal 10 hoch 9 Newton Millimeter Quadrat. Also ich habe in meiner Lösung das einfach hier zahlenmäßig gleich reingeschrieben in der Klammer. Und deshalb habe ich den Zwischenwert nicht extra hier ausgewiesen. Aber Sie können es mal nachrechnen und kontrollieren. Und jetzt setze ich das in den Arbeitssatz ein. Und jetzt muss ich Ihnen schon kurz in die Richtung zeigen, wo wir jetzt dahin müssen und wo Sie die Formel herkriegen. Also das ist die Seite C24. Da haben Sie die Übersicht, der vollständige Arbeitssatz. Der Arbeitssatz besteht aus mehreren Integralen, die man alle mit Plus verbinden kann, aber man braucht nie alle. Man braucht immer nur einen Teil und hier in unserem Anwendungsbeispiel
Sie sehen übrigens hier noch die Klammer um den Schubanteil, den wir vernachlässigen. Wir haben keine Normalkräfte, wir brauchen den Biegemomentenanteil und wir brauchen den Torsionsmomentenanteil. Diese Anteile hier unten, die braucht man nur bei Temperatur- oder Feuchteproblemen. Ja? Und hier haben Sie die Formel, wir müssen also virtuelles Torsionsmoment mal reales Torsionsmoment durch diese Torsionssteifigkeit rechnen. Und bei der Biegung, virtuelles Biegemoment mal reales durch die Biegesteifigkeit, das Ganze dann natürlich integrieren über unsere beiden Stäbe. So werden wir das jetzt machen. Da kommen diese Formeln her. Also schreiben Sie sich vielleicht hier an die Lösung den Verweis auf die Seite im Skriptum dazu. Und dann steht hier links einmal UZ, also 1, das ist die virtuelle Last 1, mal die gesuchte Verformung, das ist die äußere virtuelle Arbeit, ist gleich die innere virtuelle Arbeit. Ich schreibe die Formel nochmal ab. Biegemoment mal virtuelles Biegemoment durch I mal I, Biegesteifigkeit, und zwar in dem Fall Index Y, dx plus Integral Torsionsmoment mal virtuelles Torsionsmoment durch Torsionssteifigkeit, dx ist gleich, ist nicht 0, sondern diese beiden Terme sind gleich, und jetzt kann ich einfach die Zahlen einsetzen, ist gleich. Das, was konstant ist, darf ich immer vors Integral ziehen, in dem Fall das e mal i. Wo haben wir stehen? Da links 1,79 mal 10 hoch 10. Ich spare mir jetzt mal die Einheiten. Wäre natürlich interessant, hier auch die Einheiten mitzunehmen, aber wir haben alle schöne Newton und Millimetern als Zahlenwerte. Das müsste eigentlich passen. Und jetzt kommt diese Integraltafel zum Einsatz. Und beim Stab 1 haben wir eine grüne Parabel, die so ausschaut, und eine gelbe Parabel, das ist das tatsächliche Biegemoment im Stab 1, ein grünes Dreieck. Sie gucken in Ihre Integraltafel, das ist gleich die Seite vorher, vor der Übersicht über den Arbeitssatz. Sie brauchen nur eine Seite umblättern und finden dort, bitte nachschauen, für diesen Fall ein Viertel IKL. Also ein Viertel mal gelber Wert minus 50.000 mal grüner Wert, das war minus 100, mal L ist die Länge, sind 100 mm, plus das Ganze für die Biegung im Stab 2. Stab 2 war das Biegemoment halt hierhin ein Dreieck, gelb, und ein Dreieck grün, Dreieck mal Dreieck, laut Integraltafel ein Drittel IKL, also ein Drittel mal minus 170.000, der gelbe Wert, minus 170, der grüne Wert, mal die Länge nicht zu vergessen, 170 kommt da noch dazu, ich hoffe, Sie können es, jetzt wird es eng, Sie können es lesen, also hier die Länge 170, dann haben wir hier die Verformung aus der Biegung. Wenn wir das jetzt eintippen in den Taschenrechner und ausrechnen, dann kriegen wir raus, so viel Millimeter biegt sich die Spitze des Pedals durch, weil sich die Bauteile verbiegen. Es kommt jetzt aber noch ein Verformungsanteil dazu aus der Torsion, weil dadurch, dass der Kurbelarm sich verdrillt, geht das Pedal auch ein Stückchen weiter nach unten. Und dieser Verformungsanteil ergibt sich aus 1 durch GIT, 1 durch 3,3 mal 10 hoch 9. Und jetzt müssen Sie das Gleiche machen wie fürs Biegemoment. Das Prinzip des Arbeitssatzes ist immer gleich. Ich habe zwei Momentenflächen, die ich mit der Integraltafel überlagere. Allerdings ist beim Stab 1 die Geschichte 0. Also hier, das wäre der Stab 1. Stab 1 habe ich kein Torsionsmoment. Also taucht hier nur ein Anteil vom Stab 2 auf. Und beim Stab 2 habe ich beide Torsionsmomente als Rechteck. Ja? Gelbes Rechteck, grünes Rechteck, wenn Sie da in der Integraltafel nachschauen, gibt es einmal IKL. Also einmal der gelbe Wert 50.000 mal der grüne Wert 100 mal die Länge, und zwar die Länge vom Stab 2, und die Klammer ist zu. Und jetzt kann man das eintippen und bekommt also raus 0,36 Millimeter. Sie können auch mal getrennt rechnen, wie viel macht denn die Biegung aus, wie viel macht denn die Torsion aus.
an diesen Gesamtverformungen von 0,36. Also 3,5 Zehntel Millimeter ist natürlich relativ wenig, weil die Bauteile entsprechend steif sind. So, das war's für dieses Beispiel. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir den Vorlesungsstoff für das Sommersemester komplett behandelt haben. Das gehört im Prinzip auch noch dazu. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Also es gibt noch weitere Videos. Und zwar kommen wir jetzt zu einer kurzen Wiederholungsschleife. Das bedeutet, ich werde mit Ihnen jetzt noch in weiteren Videos Übungsbeispiele rechnen, die Sie nochmal also aus dem Teil A das auffrischen sollen, das Verständnis für Fachwerk, für die Schnittgrößenberechnung, weil die Erfahrung ist, jetzt am Ende des Sommersemesters ist viel Wissen aus dem Wintersemester leider schon wieder abhanden gekommen und das gilt es jetzt eben noch aufzufrischen. Aber wir sind jetzt quasi schon in der Wiederholungsschleife, es kommt quasi nichts Neues mehr dazu und das ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt. Gut, so viel für heute, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.